Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Leute. Schaut mal, was ich geschafft habe. Das komplette Schiff ist nun endlich leer. Das heißt, es ist kein Wasser mehr drin. Und viele werden sich jetzt fragen, wie ich das angestellt habe, Leute. Das ist tatsächlich nur durch euch möglich gewesen, denn ich habe in den Kommentaren ein wenig gesucht und geschaut. Und da hat mir jemand reingeschrieben, hey Revi, geh doch hin und setz über Blätter in den Rumpf und dann zünde sie an, meine Freunde. Genau das habe ich gemacht. Und ich würde sagen, hier gibt es erstmal eine ganz kurze Teil, wie das dann aussieht, wenn ich die Blätter gesetzt habe. So einfach ist das gewesen, meine Freunde. Und hier gibt es nochmal einen ganz kurzen Videoeinspieler. Ganz reich für euch zusammengeschnitten, Leute, wie das dann so aussehen kann, wenn ich dann hingehe und beginne, diese ganzen wunderschönen Blätter dann anzuzünden. Bitteschön. Okay, Leute. Es ist endlich soweit. Das Boot wird trockengelegt. Und ich bin mal gespannt, ob das hier überhaupt funktioniert, was ich hier vorhabe. So, ich würde sagen, wir bauen uns mal ganz kurz hoch, Leute. Wir werden sehen. Es scheint gut zu funktionieren, Leute. Es hat jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, bis ich alles zusammengefarmt habe. Aber es scheint gut zu funktionieren, Leute. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall ganz gut hin. Und es frisst sich einmal durch. Und dann haben wir das Ding endlich trockengelegt, Mann. Dann können wir endlich anfangen mit dem Innenausbau, Leute. Hier ist überall noch Wasser. Ich habe Blöcke vergessen. Nein. Okay, Leute. Ich glaube, das war mehr als erfolgreich. Und damit zurück zur Folge. Ja, Leute, ihr habt es gesehen. Und jetzt heißt es endlich hier ein wenig weiterbauen, beziehungsweise endlich wieder Progress hier machen, meine Freunde. Und ich habe mir etwas überlegt. Und viele Leute haben mir irgendwie in die Kommentare geschrieben, dass ich einen Stripclub in die Yacht bauen soll. Und ich habe mich dann zuerst gefragt, okay, ist das nicht vielleicht ein bisschen verwerflich? Keine Ahnung, kann man das überhaupt machen? Aber dann habe ich mir dann überlegt, eigentlich ist da nichts Schlimmes dran, Leute. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die Leute es unbedingt sehen wollen, dann werden wir jetzt gleich hingehen und irgendwo einen Stripclub reinpacken. Ich weiß doch gar nicht genau, wo ich den hinsetzen werde. Eigentlich hatte ich geplant, ein Casino zu bauen. Ich habe hier schon alle Sachen drin gehabt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass man einen Armor-Stand seit der 1.12 nicht mehr, oder seit der 1.11, glaube ich sogar schon, nicht mehr in der Minecart gepusht bekommt. Dementsprechend, Leute, müssen wir uns jetzt was anderes überlegen. Und da kommt mir diese Stripclub-Idee eigentlich ganz recht. Ich habe nämlich überlegt, Leute, pass mal auf, wir haben nämlich jetzt hier eine relativ hohe Decke. Und zwar habe ich überlegt, den einfach hier unten in den Keller einzusetzen. Das heißt, ich habe mir quasi überlegt, Leute, dass wir vorne jetzt erstmal eine kleine, aber feine Bühne gestalten werden. Ich habe jetzt leider keine rote Wolle mehr. Wir machen das jetzt einfach mal ganz kurz hier mit, Leute. So, ich habe mir nämlich überlegt, dass wir einfach jetzt hier quasi erstmal eine kleine, aber feine Bühne hinsetzen, die ungefähr so aussieht. Dann können wir nämlich hier quasi schon mal unsere Tänzerinnen, wenn ich das so nennen darf, tanzen lassen. Ich muss nämlich oben gleich noch ein bisschen Glas holen gehen und so weiter und so fort. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir quasi eure Wünsche erfüllen, Leute. Ich fand die Idee ganz witzig. Ich dachte mir, hey, wieso eigentlich nicht? Keine Ahnung. Kann man ja eigentlich mal machen. So, jetzt muss ich hier erstmal ganz kurz eine Treppe runterbauen, Leute. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall echt eine Menge Arbeit werden, diese Yacht komplett zu Ende zu bauen. Eigentlich sollte ich erstmal draußen dran arbeiten, aber ich habe jetzt einfach extrem Bock, irgendwie an der Yacht drin was zu machen. Und ich finde es einfach extrem passend, diese Idee. Ich weiß nicht genau wieso, keine Ahnung. Auf die Yacht soll ja noch so viel dazukommen, Leute. Da kommt noch ein Helikopter und sowas da drauf und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall ein riesiges Bauprojekt. So viel kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz nach oben, Leute. Beziehungsweise kleiden doch hier erstmal, bevor wir das jetzt machen, alles erstmal mit Holz aus, bevor wir das vergessen, Leute. Und dann können wir nämlich schon anfangen, hier langsam die nächsten Etagen einzuziehen. Denn ihr seht, Leute, hier könnten wir quasi nochmal eine Etage einziehen, wenn ich nämlich die Deckenhöhe so beibehalte. Dann hätten wir da drüber nochmal eine Etage. Also es geht auf jeden Fall ganz gut. Wir haben dann letztendlich drei Etagen dieser Yacht. Finde ich persönlich ganz annehmbar. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, meiner Meinung nach. Ich denke mal, dass dann hier irgendwie so ein kleines Entertainment-Deck draufkommt mit, ja, weiß ich nicht, vielleicht doch mit einem Casino oder sowas, ich weiß noch nicht, ich muss mir mal genau umschauen, ob es da nicht eventuell die Möglichkeit gibt, Dinge zu bauen, die nicht ganz so buggy sind, wie das, was ich jetzt versucht habe. Ich hatte nämlich überlegt, so einen Roulette-Tisch zu bauen, das geht leider nicht mehr, Leute, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, irgendwie einen kleinen Spielautomaten oder sowas hier reinzusetzen und so weiter und so fort. Ganz wichtig ist auf jeden Fall noch, dass ich diesen geheimen Einstieg machen werde, der da quasi in die Unterwasserbase mündet, Leute, das müssen wir auf jeden Fall auch noch alles machen. Es gibt noch so viel zu tun mit diesem Schiff und es gibt auch noch so viel in meinem Haus zu tun. Die Batcave ist auch noch nicht fertig, Leute, aber ihr seht, ich arbeite gerne an mehreren Baustellen gleichzeitig. Dementsprechend noch dieses Hin und Her hier, meine Freunde, und ich hoffe, man nimmt das nicht übel und können das irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. So, wir brauchen noch ein ganz kleines bisschen Holz, dann sind wir auch hier schon durch mit dieser Ebene und dann können wir uns jetzt gleich direkt nach oben aufmachen und dieser wunderschönen Lokalität, die ihr da unten vorgeschlagen habt. Wie gesagt, Leute, das ist eure Idee. Ich kann da nichts für. Das ist eure Idee gewesen, Leute. Und ich mache nur, was ihr wollt. Ja, also ganz klar. Da muss ich mir jetzt einfach mal hier ganz kurz rausnehmen, Leute. Da habe ich nichts mit zu tun. Das waren eure Vorschläge und dementsprechend gehe ich diesen Sachen natürlich gerne nach. Heute Abend gibt es natürlich wieder um 19.30 Uhr einen fetten Livestream, meine Freunde. Also ich kann euch auf jeden Fall nur wieder Bescheid geben und sagen, hey Leute, kommt auf jeden Fall heute Abend dran. Es wird auf jeden Fall wieder lustig werden. Ich weiß noch gar nicht genau, was abgeht, aber ihr kennt das in den Streams, Leute. Es passiert eh immer irgendwas Abgefucktes. Von daher kann ich euch nur raten, seid auf jeden Fall heute Abend um 19.30 Uhr wieder am Start. So, jetzt haben wir hier ganz viele Creeper. Das kommt mir ganz gelegen, denn ich fahre mir gerade noch Gunpowder in der Zeit. Die beiden Creeper sitzen da vorne in den Booten drin. Ich habe das Gefühl, dass sich immer mehr Creeper diesen Booten sammeln hier irgendwie. Ganz weird. Oh mein Gott. Oh!
Das war tatsächlich extrem dumm von mir. Das hätte ich mir sparen können. War aber ganz witzig, Leute. Keine Ahnung. War so ein Selbstmörderboot irgendwie. So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz nach oben. Ich habe nämlich jetzt auch endlich mal hier die ganzen Ranken entfernt, Leute. Ihr seht das hier, weil das hat mich so dermaßen genervt. Ich fand es so unglaublich stressig, diese Dinger da zu haben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, nee, ich kann es nicht mehr aushalten. Nice. Korrekt. 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 Danke, Mo, fürs Zerstören. Reparier den Aufzug, du F***er. Ich habe Mo eben schon Aufzugverbot gegeben, weil er den Aufzug schon einmal kaputt gemacht hat, Leute. Ich sehe es einfach nicht ein, Alter. Jetzt ist hier schon wieder irgendwas bei mir kaputt gemacht worden. Ich hasse diese ganzen Leute hier bei Craft Attack. Ich kann sie einfach echt nicht mehr haben, Leute. Die machen immer, jedes Mal, wenn jemand bei mir im Haus ist, geht immer irgendwas kaputt. Es ist einfach nur noch anstrengend. Es ist einfach nur noch anstrengend, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein, dass immer ich als Einzelner hier drunter leiden muss, wenn irgendwelche Trottel in mein Haus kommen, das kaputt machen, Leute. Ich kann nur für Mo oder Patrick hoffen, wer auch immer diesen Aufzug mit Lava bestückt hat. Ich glaube, es war Patrick in dem Fall und gerade hat Mo ihn einfach kaputt gemacht, dass die dann auch hingehen und sich dieser ganzen Sache stellen und das Ganze wieder reparieren, weil ich sehe es nicht ein, immer wieder hinter den anderen aufzuräumen, vor allen Dingen, weil immer bei mir irgendeine Kacke gebaut wird, Leute. Tut mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf. So, Leute, ich will hoffen, dass Mo das auf jeden Fall macht. Falls nicht, dann gibt es auf jeden Fall heute Abend ein bisschen Action gegen Mo. Er hat sich anders verdient, keine Ahnung. Wenn er hingeht und meint, er könnte einfach bei mir den Aufzug zerstören und dann leften, das geht so auf jeden Fall nicht. In diesem Sinne, meine Freunde, warten wir einfach mal bis heute Abend ab und falls er sich nicht daran macht, dann gibt es heute Abend ein bisschen Ärger für Mo. So, ich nehme alles an schwarzer Wolle mit, weil wir wollen ja unten noch ein paar schöne Sofas hinmachen. Da dachte ich mir, dass schwarze Wolle eigentlich ganz schönes vorbei. Grauer Beton könnte ja eigentlich auch ganz gut passen. Müssen wir mal gucken, ob das nicht vielleicht mit dem Schiff irgendwie ein bisschen sich beißt. Ich glaube, dass die schwarze Wolle doch besser. Vielleicht können wir auch einfach schwarzen Beton nehmen, wenn wir noch irgendwo welchen haben. Jetzt wird schauen. Aber ich glaube, davon habe ich keinen mehr, Leute. Doch, hier ist noch schwarzer Beton. Sehr schön. Dann nehmen wir doch einfach den, weil davon haben wir nämlich deutlich mehr Materialien. Das sieht dann noch, glaube ich, einfach ein bisschen besser aus, als wenn ich jetzt einfach die Dinger nehme, die ich schon hier oben habe, die Sofas. Dann müssen wir natürlich ein bisschen Variation reinbringen. Das ist dann auf jeden Fall der richtige Schritt. Wo habe ich denn jetzt schon wieder mein Schwert hingetan? Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Da ist das gute Stück. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir alles? Kartoffeln haben wir. Wir haben Glas. Wir haben genügend weißen Beton. Müssten wir eigentlich auch noch irgendwo haben. Hier ist noch White Concrete. Perfekt. Dann können wir nämlich damit schon mal ein bisschen weiterarbeiten und können uns jetzt schon mal unten dran machen, Leute. Diese wunderschöne Lokalität, die ihr da vorgeschlagen habt, einfach weiter auszubauen. Muss man ganz kurz gucken. Ich schaue mal, wie viel haben wir denn noch hier von der Black Wool? Wir haben 6 schwarze Wolle. Das passt ganz gut. Da kann ich damit nämlich schon mal die Banner machen, Leute. Denn die Banner sind ja immer ganz schön, um da so quasi so ein kleines Kissen zu simulieren. Wie gesagt, Leute, ich werde jetzt den kompletten Stripclub auf jeden Fall nicht fertig bauen, aber schon mal den Anfang, dass ihr seht, dass ich auf jeden Fall auch eure Ideen hier eingehe und mir definitiv gerne weiter Sachen in die Kommentare geschrieben werden dürfen. Wenn ihr noch Ideen habt, Leute, was noch unten alles in die Yacht rein soll, was ich da noch alles unbedingt drin haben muss, ja, dann schreibt mir auf jeden Fall hier wieder einen Kommentar, Leute. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz wieder rein und schauen einfach mal, ob das hier überhaupt reinpasst vom Setting her. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee und ich glaube, das kann man so ganz gut machen. So, wir hätten jetzt hier vorne, könnten wir quasi dann hier auf der unteren Seite hier hinten, können wir da quasi den Maschinenraum oder sowas reinsetzen, Leute. Ich möchte nämlich so eine kleine Art Maschinenraum bauen, dass es dann so aussieht, als würde die Yacht tatsächlich funktionieren. Ist zwar ein bisschen unnötig, weiß ich selber, aber ich finde es einfach eine coole Idee, das so zu bauen, als würde die Yacht tatsächlich fahren. Weiß ich nicht. Mache ich eigentlich extrem gerne, Leute. Ich finde es eigentlich immer ziemlich, ziemlich cool zu sehen, wenn es dann so aussieht, als würde etwas auch wirklich in Minecraft funktionieren. So, passt mal auf. Ich würde sagen, wir setzen hier mal ganz kurz ein Sofa hin. So, das passt schon mal ganz gut. Dann haben wir nämlich schon so eine kleine Lounge gebildet. Schaut mal hier. So, dann kann ich nämlich einmal den hier machen. So, und dann haben wir jetzt hier quasi schon mal ganz easy und ganz fix einen kleinen Stripclub gebaut, Leute. Pass mal auf, ich habe auch nämlich auch schon eine Idee für die Stange. Und zwar, wenn ich nämlich jetzt hier ein einzelnes Stück Wolle beziehungsweise ein einzelnes Stück Glas hinstelle, Leute, formt das so eine wunderschöne Stange, die letztendlich zulässt, dass die Leute dann hier quasi oder die Tänzerinnen oder die Tänzer, wer auch immer hier tanzen soll, vielleicht tanzt ja auch gar keiner, wer weiß das schon, dann dran tanzen. Pass mal auf, was haltet ihr eigentlich davon? Finde ich persönlich ganz cool. Dann haben wir hier nämlich nochmal so ein bisschen, ja, das Licht von unten. Das soll dann später mal ein ganzer Glasblock werden. Finde ich aber gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann hätten wir nämlich hier schon mal quasi einen Anfang davon, Leute. Und können uns jetzt mal Gedanken machen, wie wollen wir das hier oben überhaupt designen. Denn das wird auf jeden Fall eine riesige Aufgabe werden, Leute. Das Ganze so zu machen, dass es auf jeden Fall passt. Vor allen Dingen, weil wir hier vorne natürlich ein kleines Stück höher gehen müssen. Weil sich sonst die Tänzerin ja den Kopf stößt. Das ist aber gar kein Problem, das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Ich hatte mir überlegt, das hier eventuell offen zu halten. Lasse ich das offen oder nicht? Ich glaube, das wäre... vielleicht ist es ein bisschen verschwendeter Raum. Ich weiß es gerade gar nicht, Leute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich das offen lassen soll oder nicht. Denn falls nicht, dann können wir da nämlich noch ein paar Kajüten drüber bauen, weil es muss ja auf jeden Fall noch Schlafkabinen und Badezimmer und so weiter und so fort. Es muss auf jeden Fall noch eine Menge dazu gebaut werden. Jetzt bin ich aber schon wieder so blöd gewesen, habe oben auf jeden Fall das weiße Beton vergessen, Leute. Das holen wir mal ganz kurz, den weißen Beton. Pass mal auf, so. Also das ist echt wieder eine Frechheit hier mit meinem Aufzug, Leute. Dass ich mir sowas wieder antun muss, ey. Es ist immer das Gleiche bei Craft Attack. Es ist immer wieder das Gleiche, weil irgendwer bei mir Lava reingesetzt hat, kann ich jetzt wieder meinen eigenen Aufzug nicht benutzen, weil Mo so blöd ist, den kaputt gemacht hat, dieser alte Affenkopf, Alter. Junge, Junge, Junge. Mo, reparier.
Mein Gott, Mo, ich gebe dir bis heute Abend Zeit, Alter. Wenn das bis heute Abend nicht erledigt ist, mein Freund, dann gibt's richtig, richtig Ärger, Alter. Dann gibt's richtig, richtig Ärger und auch für dich. Bin doch dabei, Junge. Ich will zu dich hoffen, mein Freund, Alter. Ich will zu dich hoffen, weil ich keinen Bock mehr habe, dass ich jedes Mal, wenn ich hier, wie gesagt, in mein Haus zurückkomme, immer irgendwas Neues kaputt gemacht wird, Leute. Es ist einfach nur noch stressig und nervig. Da habe ich echt kein Interesse mehr dran. Muss ich jetzt hier einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz nach oben und holen uns mal den restlichen Beton und ein wenig Holz, Leute. Und dann kann ich euch mal ungefähr zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe mit den ganzen Etagen. Und wir können schon mal anfangen, die ersten Kajüten abzustecken. Es sollen natürlich große Zimmer werden. Es soll auf jeden Fall eine Master Suite geben, meine Freunde. Da soll natürlich dann ich drin wohnen. Und die anderen sind da für Gäste gedacht. Ich meine, klar, ich habe mir das Boot selber gebaut. Da sollte ich mir auf jeden Fall auch erlauben, rausnehmen zu dürfen, mein eigenes Boot quasi so zu verteilen, wie ich das möchte, glaube ich. Und da kann ich mir auch selber mal gerne eine Master Suite zuteilen, meiner Meinung nach. So, wir nehmen mal das ganze Holz hier mit. Haben wir denn hier noch irgendwo weiteres Dark Oakwood Holz oder weitere Dark Oakwood Planks? Schauen wir mal ganz kurz. Denn die brauchen wir auf jeden Fall noch für den Boden, Leute. Ich finde auch das Dark Oakwood mit dem weißen Holz extrem passend. Ja, das sollte aber eigentlich reichen. Passt mal auf. Ich finde das eigentlich extrem passend, denn es matcht einfach ganz schön. Es gibt diesen wunderschönen Kontrast, wie auch hier in meinem Haus, Leute. Und dann hat die Yacht doch irgendwo so ein Stück weit das gleiche Theme, wie quasi dann später mein Haus im Moment hat. Meiner Meinung nach also sehr passend. So, passt mal auf. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt schon mal Gedanken, wie wir hier eventuell den Bodenbereich machen, beziehungsweise die Decke. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so. Wenn wir das nämlich so machen würden, kann man dann hier noch eigentlich ganz gut eine weitere Etage oben drauf machen. Da könnte man hier quasi noch ein kleines Deck machen, das könnte man hier oben dann auch. Ja, das geht auf jeden Fall, Leute. Das sollte auf jeden Fall passen. Also ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, dass wir quasi die Etagen erstmal so einziehen, Leute. Ihr seht das hier, dass wir quasi auf der Höhe alles erstmal haben und dass wir dann quasi hingehen und den Rest einfach oben drauf packen. Sprich, wir beginnen jetzt erstmal, aha, Mo hat immer meinen Aufzug repariert. Okay, Leute, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass das geklärt ist. Sehr schön, sehr schön. Ich wäre ein bisschen zornig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das weiterhin so geblieben wäre. So, ihr seht das hier, Leute. Das soll dann quasi hier die zweite Etage werden auf der Höhe und da kommt oben drauf nochmal eine. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das hier mit dieser Fensterbank machen, Leute. Das wird auf jeden Fall auch schwierig, aber das kriegen wir alles auf jeden Fall hin. Das kriegen wir auf jeden Fall alles hin, wenn ich jetzt überlege, dass wir hier die Fenster noch dran machen. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, hier ist die Yacht noch unter Wasser, ne? Ja, hier ist die gerade noch so unter Wasser. Das heißt, wir könnten dann hier eventuell was anderes hinsetzen, beziehungsweise, nee, ich würde sagen, dass wir hier tatsächlich Fenster hinmachen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das finde ich gar nicht so verkehrt. So, dann sollten wir nämlich hier tatsächlich mal überlegen. Dann haben wir nämlich hier folgendes, Leute. Dann haben wir nämlich hier folgendes Problem. Dann können wir nämlich hier die Stufen quasi schon mal machen, dass wir hier das Ganze dann drei Blöcke hoch haben. Das finde ich ganz schön. Oder sogar nur zweieinhalb. Wartet mal ganz kurz. Vielleicht gehen wir sogar hin und machen das Ganze nur zweieinhalb hoch. Also ihr seht's, Leute, es ist nicht so einfach, so ein Schiff zu designen. Das ist etwas ganz anderes als ein Haus, zumal das ganze Ding natürlich auch nochmal im Wasser steht. Da muss man sich auf jeden Fall ganz genau ausrechnen, okay, wie soll das dann aussehen? Viele werden wahrscheinlich jetzt sagen, oh Revi, zweieinhalb Blöcke ist aber echt extrem eng. Macht euch da keinen Kopf, Leute, denn ihr müsstet wissen, dass Yachten tatsächlich im Regelfall immer relativ niedrige Decken haben. Klar, ich meine, eine Yacht, die 400 Meter hoch ist, sieht auch einfach nicht nur dumm aus, sondern wird wahrscheinlich auch gar nicht es fahren. Dementsprechend ist das eigentlich komplett realistisch, was ich hier mache. So, passt mal auf. Dann haben wir nämlich hier eine Etage, dann haben wir da drüber nochmal eine Etage und dann passt es auf jeden Fall ganz gut, Leute. Ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall schon mal so ganz ordentlich aus. Dann können wir nämlich hier drüber nochmal eine machen, Leute. Und dann sind wir da auf jeden Fall schon mal gut bedient. Dann haben wir schon mal die ersten Etagen fertig. Dann können wir nämlich hier noch den Zugang zum Motorenraum machen. Das ist ganz schön symmetrisch, Leute. Das passt dann ganz gut. Dann haben wir hier nochmal eventuell einen Essbereich, einen Loungebereich oder sowas und so weiter und so fort. Wir dürfen natürlich hier nicht vergessen, Treppen einzubauen, Leute. Aber das kommt alles mit der Zeit. Ich finde es so von der Aufteilung eigentlich perfekt, Leute. Und muss ganz ehrlich sagen, dass man hier auf jeden Fall jetzt ordentlich Platz hat, etwas zu bauen. Wir haben auf jeden Fall schon mal angefangen mit dem Stripclub. Der ist natürlich bei weitem noch nicht fertig. Der wird auf jeden Fall nochmal richtig schön dekoriert und alles, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese wunderschöne Folge von Craft Attack. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns heute Abend um 19:30 beim Stream sehen, Leute. Revenstore.de immer mal wieder auschecken. Es gibt immer noch brandheißen Merch, meine Freunde, mit der Autogrammkartenaktion und dem Gewinnspiel, dass ihr mich im Dezember noch treffen könnt. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut und wir sehen uns heute Abend um 19:30 beim Livestream auf Twitch.de. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao!